بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي So, inshallah machen wir weiter mit dem arabischen Lernen. Und das ist die 15. Lernstunde. Und heute machen wir die Demonstrativpronomen. Demonstrativpronomen auf Arabisch. Asma al-Ishara. Asma al-Ishara. Asma al-Ishara. Zum Beispiel haben wir hier, sagen wir, hada, jamalun. Das ist ein Demonstrativpronomen. Das ist ein Ism, Ishara. Hada, Ism, Ishara. Hada, jamalun. Das ist ein Kamel. Das ist männlich, maskulin, hada, mufrad, singular, maskulin. Hadihi, das feminine, hadihi, sayyara, hadihi, auch demonstrativ, pronomin, sayyara, das ist feminin. Das ist ein Auto. Hadihi, ein demonstrativ, pronomin, ism, ishara, muannath, mufrad, مؤنث سيارة زو نحمل هذا demonstrative pronomen singular masculine yeah? singular masculine auf Arabisch هذا اسم إشارة للمفرد المذكر للمفرد المذكر und dann ein Fragezeichen sagen wir جمال جمال هل جمال مذكر ام مؤنث جمال ist das ein weiblich oder männlich oder feminin oder masculin frage ne جمال مفرد das ist einzel singular مذكر masculin جمال ist مفرد das einzel مذكر ist maskulin. بأي شيء أشرنا إليه. Mit was haben wir den gezeigt? Mit welche? Mit هذا oder mit هذه? Dann haben wir mit هذا. هذا wird immer für maskulin Sache. Alle maskulin müssen wir sagen هذا. Zum Beispiel können wir auch sagen, nehmen wir einen Stift. Und sagen wir, هذا قلم. هذا قلم. Oder nehmen wir ein Buch. Ja. Und sagen wir auch, هذا كتاب. هذا كتاب. مفرد masculin. Jetzt feminin. هذه سيارة سيارة مذكر أم مؤنث ist das masculin oder feminin Antwort مفرد das ist nur ein Auto wir haben nicht mehr nur ein Auto und Auto ist مؤنث ist feminin deswegen sagen wir هذه هذه demonstrativ pronomen für feminin Singular. Auch gleiche bei أي شيء in أشارنا إليها. Mit was denn haben wir gezeigt? Mit هذا oder هذه. Für Feminin haben wir immer هذه benutzt. Bei Feminin müssen wir immer هذه. Ja? So. Am Anfang haben wir immer Singular, ja, maskulin. Jetzt aber haben wir zwei. Das ist zwei. Wenn so zwei sagen wir, hadani. Hadani. Das ist, geht immer für zwei. Hadani ist auch demonstrativ prominent.
für zwei. Hadani waladani. Hadani waladani für maskulin, für zwei, maskulin, Demonstrativpronomen. Aber bei Mädchen, ja, das weiblich oder feminin, sagen wir hatani, hatani, bintani. Das sind zwei Mädchen, bintani, hatani. Hatani ist auch Demonstrativpronomen. So, jetzt kommt Fragezeichen, das heißt eine Frage. Und fragt uns, waladani, das ist waladan, zwei Junge, sind die mufrad, am muthanna, am jamma? Mufrad, singular, muthanna, das ist zwei, das heißt zweite Person, jamma, plural. Und sagen wir, waladani sind muthanna. Muthanna, ja, mudakkar, maskulin. Muthanna, mudakkar. Und muthanna, mudakkar haben wir immer mit hadani gezeigt, ja, hadani. Bintani, ma nau'u, das heißt, es sind die Mufrad am Muthanna am Jamma. Bintani sind Mufrad am Muthanna am Jamma. Bintani sind Muthanna. Zwei. Muannath. Feminin. Und dann haben wir für Feminin sagen wir immer Hatani. Hatani. Bei Jungs, zwei Jungs, Hadani. Zwei Mädchen. Hatani. So, jetzt kommen mehr. Haben wir erstmal Singular und dann jetzt haben wir zwei und jetzt Plural. 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 Haben wir gesagt einzeln, sagen wir Hada. Zwei Hadani. Jetzt wir haben mehr. Ha-ulai. 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 Auladun. Das sind Jungs. Ja? Ha-ulai. Ha-ulai ist auch Demonstrativpronomen. Jetzt haben wir drei, ne? Demonstrativpronomen. Haben wir hada, hadani. Ne, mehr. Hada, hadani, hatani, ha-ulai. Bei Mädchen auch. Sagen wir auch Ha-ulai Banatun. Ha-ulai Banatun. Auladun. Jungs. Auladun sind Mufrad am Muthanna am Jama. Sagen wir Auladun, das sind Jama. Plural. Das heißt Jama Mudakkar. Plural, maskulin. Plural, maskulin. Plural, maskulin haben wir mit ha-ulai gezeigt. Ha-ulai, aulad. Jetzt banatun fragt uns, sind die mufrad, am muthanna, am jama. Banatun ist auch jama. جمع مؤنث جمع مؤنث plural feminine. Da sagen wir هؤلاء demonstrativ pronomen wird benutzt für plural feminine und wird auch benutzt für plural maskulin. Und haben wir auch mit هؤلاء gezeigt. Ha-ulai auladun. Ha-ulai banatun. So, nochmal. Ha-ulai wird für Jungs und Mädchen
gezeigt. Und sagen wir Ha-Ula-I, auch Demonstrativpronomen, wird benutzt für Plural Maskulin und für Plural Feminin. هذه جبال هذه بنت haben wir gesagt هذه بنت wird auch für مفرد مؤنث benutzt ja für مفرد مفرد heißt singular مؤنث weiblich heißt العاقل und wird auch benutzt für غير العاقل mehr plural جبال ist 1 2 3 Berge, ein Berg, mehrere Berge, Jibel, hadihi Jibel. Hadihi Ashjar, einzeln, hadihi Shajara oder hadihi Ashjar. Jibalun, Mufrad am Muthanna am Jama. Jibalun ist جمع plural جمع مذكر لغير العاقل heißt plural masculin لغير العاقل bekommt gleich die Übersetzung davon und dann haben wir immer mit هذه gezeigt ich erkläre euch was heißt لغير العاقل أشجار auch مفرد أم مثنى أم جمع أشجار ist جمع plural مؤنث auch لغير العاقل und haben wir auch mit هذه gezeigt أسماء الإشارة das heißt Demonstrativpronomen sind هذا هذا هذه هذه هذان zwei هاتان zwei das ist هذان مذكر لو ملش هاتان weiblich zwei هؤلاء هؤلاء Erklärung هذا مفرد singular مذكر masculin singular masculin so هذه مفرد مؤنث singular feminin und auch haben wir gesagt benutzt auch für جمع plural غير العاقل kommt gleich هذان مثنى zwei مذكر مثنى مذكر هاتان مثنى zwei مؤنث مثنى heißt zwei مؤنث ist feminin هؤلاء können wir auch für جمع plural مذكر masculin plural masculin und plural مؤنث von beiden können wir benutzen plural مذكر als masculin und plural مؤنث als feminin So, da haben wir schon erklärt. So, jetzt Zusammenfassung. Asma al-Ishara hier, das heißt, Demonstrativpronomen sind. Hada lil-Mufradi al-Mudakkar wird für Singular, Maskulin benutzt. Und hadihi
للمفرد المؤنث wird für Singular Feminin benutzt. هذان للمثنى zwei المذكر. Das heißt, wird für zweite Person Maskulin benutzt. Zweite Person benutzt. Zwei Personen benutzt. هاتان للمثنى المؤنث. Zwei Feminin. Wird für zwei Personen. Zwei Personen Feminin benutzt. هؤلاء لجماعة الذكور أو جماعة الإناث. Das heißt, wird für die Pluralform benutzt. Für Maskulin und Feminin. ويستخدم اسم الإشارة هذه, was haben wir gesagt, غير العاقل, في الإشارات إلى جمع غير العاقل. Das heißt, wird auch benutzt für die Pluralform für Gegenstände. Ja? Al-Ghair al-Aqil, das sind Gegenstände. Al-Aqil und Ghair al-Aqil. Das heißt, Al-Aqil, das sind die Mensch, zum Beispiel. Ja? Das ist Al-Aqil, da können wir sagen, هذا رجل oder هذه امرأة, هذا لل-Aqil. Lil-Ghair al-Aqil, هذه جبال, هذه أشجار und weiter, alles was nicht. Und Demonstrativpronomen wird alle gezeigt. Wird alle أشر إلى كل من sagen wir immer هذه السماء, هذه السماء oder هذه سماء. Ja, immer gezeigt. هذه. So, da sind zwei. هاتان, man mit Finger zeigt, هاتان التفاحتان كتاب الله. هذا, immer gezeigt. Demonstrativ Pronomen wird immer gezeigt. هذا كتاب الله. Auch gezeigt, هذه الكعبة oder هذه كعبة. هذه الكعبة. Plural. هؤلاء الإخوة. هؤلاء الإخوة. هذه المقاعد. هذه المقاعد. Und inshallah, wir sehen uns nächste Woche inshallah am 16. Stunde mit dem neuen Lernbuchstaben oder Lernstunde inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.